Wer ist eigentlich Lukas Omsi? Entweder ist es der deiner Kollege hier oder was kann? Der Name sagt mir jetzt so rein gar nichts. Wie lange ist er schon drin? Der hat angefangen bei uns. 5.9. Ach, weißt du, wer das, glaube ich, ist? Racer? Hier unser Lukas. Also ein Racer, ne? Okay. Ich meine, der ist es. Ah, es kann sein. Weil der steht nämlich mit seinem Twitch-Namen nicht mehr bei uns drin. Dann ist der das. Okay. Es könnte hinkommen. So, ich hoffe, wir sind noch richtig unterwegs. Genau, wir sind noch richtig unterwegs. Perfekt. Ja. Also ich bin mal gespannt, was uns da heute noch erwartet. Ich meine, ist zwar jetzt eine kleine Spazierfahrt, die wir da heute haben, aber ja. Ich hole mein Bier zu essen. Was zu essen. Wenigstens kann ich doch mal was trinken. Ja, Haut Belleron. Da ist nämlich auch etwas passiert. Ich glaube nämlich der. Was habe ich gestern gelesen? Der neue Herrschaftszeit nochmal. Wie hieß er? Cosplay war drauf, ist neu erschienen, ne? Das neue Update. Da war doch irgendwas gewesen. Da bin ich mal gespannt. So, wir müssen geradeaus weiterfahren. Jawohl, dann tun wir das auch. Weil wenn wir nämlich zurückfahren, dann. Ich muss sagen, dass der Volvo gar nicht mal so schlecht ist hierfür. Aber lassen wir mal erstmal gucken, wie es mit dem Abtransporter ist. Ich meine, Volvo in Kanada, da naja. Oh, oh, oh. Oh, da geht's nämlich auch weiter. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. So. Handbremse ist drin. Das Licht immer mal aus. Dann gehen wir unseren Dicken da rein. Ich finde auf jeden Fall sein grünes. Die grüne Leuchte da richtig. Rein da leuchte richtig schick. Gefällt mir eng. So, einmal das Lichtchen an, runter. Und ab geht's. Für so ein kleiner Bagger eine Riesenschaufel. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Da ist das Werk hier ja ganz schön fleißig. Ja. So. Jawohl, WB, mein Lieber. Jo. Genau, pass mal auf. Also heute Abend will ich ja nicht mitfahren, was Umsicht betrifft, ne? Hab ich nicht. Ja, genau, weil ich heute Abend nochmal, also ich mach nochmal 3 Stunden heute Abend. Mhm. Allerdings muss ich gucken, wie es mit meiner Freundin da ist, weil wie gesagt, die... Weil der... Was hat der Johannes gesagt? Er kommt um 21 Uhr heim. Und wir können dann quasi gemütlich... Ja, ich glaube, wenn wir um 8 Uhr einfach anfangen, oder wenn ich einfach um 8 Uhr anfange, ja. 3 Stunden. Dann treffen wir uns dann danach um 7 morgens, den Tag danach. Also klappt es da bei dir oder ist es eher... Ja. Weil wie gesagt, wollen ja nur noch gucken, dass da ein bisschen was dabei rauskommt. Ne? Allerdings werde ich nicht nur, also ich fahre, sagen wir so, ich kann ja heute für heute Abend die. Ach nee, geht ja gar nicht wegen dem Event. 17.000er. Mhm. Muss man mal gucken. 1749 Punkte haben wir schon. Ja, entweder, weil, wie gesagt, ich würde gerne halt nochmal Hohenkirchen fahren. Ist in dem Event teilweise auch mit drin. Okay. Dann zeige ich dir in dem Event alle Karten an, die wir haben. Okay. Das ist schlecht. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das heute Abend mache. Wie gesagt, also ich muss halt mal mit meiner Freundin fragen, wie sie darüber halt denkt, ne? Aber ansonsten kann man gerne mal halt noch. Kann ich das für ein paar Stunden machen. Aber hoppala. Ja, mein Bro. Gelber. Schön langsam damit. So, das ist voll. Perfekt. Die Schaufel ist auch maximal nicht zulässig für den. Doch, das ist so. Das ist zulässig bei dem. Ich habe extra geguckt, mit was für eine Kombi der machen kann und... Ja, ich sag ja, es ist einfach nur herrlich, mit diesem Teil da zu baggern. Und... Mal gucken. So, dann können wir auf jeden Fall... So, dann fahren wir das Ganze mal zurück. Weil wir haben hier auf jeden Fall... Ja, dann kannst du ja heute Abend Vollgas geben mit dem neuen RSG-Bussen. Ja, ja gut. Du hast ja noch nichts überarbeitet, oder? Und schon wieder neue Sachen hinzukommen. Okay, also heißt, ich muss mal rüberladen und updaten, ne? Mhm. Gut, vielleicht ist es ja auch interessant, weil heute Mittag erscheint nochmal von mir ein Video wegen der OMSI 2 Einstellungen, die für Natalie drin war. Da ist nämlich auch jetzt ein Link dabei, den ihr auf Mega NZ quasi kommt. Also ich, wie gesagt, ich stelle da meine Einstellungen vor und was ich da benutze. Und habe auch die vom lieben Johannes quasi drin. Also da ist halt schon ein bisschen, ja, wie man es halt nimmt. Ist auf jeden Fall sehr interessant, zwei im Vergleich zu haben. Aber ja, ich sag halt immer, hast du einen guten Computer, dann ist es eigentlich scheißegal, was du da hast. So. Na gut, dann. Daten gerade hoch. Hibi. Da ist unser Umsianer hier.
warte nur noch darauf, dass der Tom mir irgendwann schreibt und sagt, ey, ich hab dir die Matrix hinten verkleinert. Ah ja, stimmt. Wie geht's ihm eigentlich? Keine Ahnung. Hui. Sollen wir mal recht schnell auf die Seite fahren, da, sonst gibt's KI-Abchecking. So. Also ich muss sagen, der ist gar nicht mal so schlecht, der Volvo. Der gefällt mir. Das gefällt mir. So. Wenn wir dann die Ladung nämlich da fertig gebracht haben, werden wir uns dann nämlich mal angucken, wie das mit der Schiffswerft auf jeden Fall mal funktioniert und ja. Ist der Bus schon zu groß für Work-Upload oder was? So, wie viel darfst du maximal draufladen? 1 GB. Er ist 1,1 GB groß. Gut. Ja. Ah ne, er lädt weiter hoch. Ja, oder 2 darfst du maximal. Ja, hier bis zu 2 GB. Also, ich weiß nicht, was so viel. Okay, die Karte ist vielleicht nicht so. Ich finde es eigentlich kultisch, ey. Also, wie gesagt, hier um eine Baumschule zu machen. Sagte er um Fettschlangenlinie. Ja, das Lenkrad ist schon noch ein bisschen sehr intensiv eingestellt. Das ist auch eben so ein Nachteil. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber passt schon. Keine Ahnung. Aber ich bin froh, wenn es mal endlich mit der Baumschule da losgeht, wenn wir da mal alles weggebracht haben. Also ich bin froh, wenn mein Bruder nach Hause kommt. Da kann der nämlich auf dem Fakimpo umwarten, dann kann ich nämlich meinen LKW weiterbauen gehen. Was hast du denn für das Set gezahlt? Also muss man gucken. Hast du es über Konrad bestellt oder? Nee. Er ist von dem Hersteller Italieri. Okay. Nur überwiegend Italieri stellt LKWs her. Warte mal, ganz kurz, Na, aber der hat halt für ein reines Modell kannst du mit dem trotzdem noch viel machen. Du kannst das ganze Führerhaus kannst du umklappen. Vorne die Front, wo der Mercedes-Stern drin ist, kannst du umklappen und Okay. aufmachen. Also du kannst halt trotzdem noch irgendwie viel machen, so, ne? Also so ist es nicht. Aber jetzt hier irgendwie so zum Spielen oder was ist denn nicht? Also ich habe 67 Euro für den bezahlt. Okay. Das ist aber auch ein großer, der ist ein Maßstab 1 zu 24. So, wenn ich den jetzt ferngesteuert kaufen würde, wäre der halt noch mal teurer, ne? Also, das würde mich dann, glaube ich, um die 500 Euro kosten. Okay. Weil das Also, war das ja. ist halt. Ja gut, das war ja das, was mich halt interessiert halt, ne? Also, Ja, also. wie gesagt, das Projekt steht ja bei mir noch immer noch an. War ein ferngesteuerter LKW zu bauen, oder Genau. Weil wie gesagt, ich will mal auf jeden Fall den Traum da. was? Kann ich dir jetzt schon sagen? 1500 Euro sind wir. Ja, du hast Spitze. diese 1500 für das Modell. Aber Das. davon hast du kein Werkzeug, keine Farben, nix. Doch. Ich habe mir nämlich da schon ein. Wie nennt man das? Ein kleines Budget gemacht. Aber das stelle ich euch in einem anderen Video vor. Das hat jetzt.
Du musst ja so denken, du musst ja die Farben und den Kleber alles einzeln nachkaufen. Es sei denn, du findest ein Set, wo der Kleber und alles mit drin ist. Das Gehäuse ist aus Metall, es wird alles geschraubt, das Chassis wird alles geschraubt. Ja gut, okay, wenn Das das geschraubt wird, Getriebe, dann ist der das Bus. Getriebe ist alles, Ja, nee, gut, dann ist das wieder eine andere Sache. Dann hast du da halt, hast du maximal da die Preise für die Farbe so, und dann war es das auch. genau. So, also, dann würde ich noch stehen lassen, den LKW, dass wir den später noch brauchen. Der Allerdings Bus ist da. muss ich jetzt mal gucken. Danke dir. Wo die Werft ist. Fassfabrik. Ist die Bootswerft. Na, gehen wir mal besuchen. Wir haben auch jetzt Okay. Gleich, warte, von warte. mir Warte. Ah, okay, ja. haben wir einen 1 zu 350 großen Flugzeugträger gekauft. Der ist über 1 Meter lang. Okay. Also bauzeittechnisch denken wir mit all drum und dran. Der kriegt ein komplettes Innenleben ausgebaut. Unten der ganze Flugzeughangar steht voll mit Flugzeugen und Zubehör und hast du nicht gesehen? Also ein Jahr mindestens. Ein Jahr und ein paar kaputte. Cool. Also ich meine, das hat schon, ist ja auch schon was Tolles. Aber Auf guck jeden Fall. mal, aber guck mal auch hier, ich meine, die benötigten Güter, was wir hier haben, für die Werft, ist ja auch nicht schlecht. Junge. Das ist schon. Warte mal, guck mal so, was wir denn da noch im das alte Sägewerk. Also was brauchst du als erstes? Bretter. Bretter und lange Bretter. Aktivieren. Und aktivieren. Oh, geil, ein LKW ferngesteuert, komplett Set, Volvo FH16 Gurbeltrotter als Abschleppversion, 921 Euro. Ja. Alter, Also. was ein Bombenteil. Ja, du musst aber denken, die Lackierung in Airbrush. Ja, habe ich ja alles da. Das Ich habe ist eine ja. Airbrush-Pistole, alles. Wir haben auch unten im Keller eine Spitzkabine stehen. So, dann holen wir mal unseren kleinen Hänger wieder. Dann werden wir erstmal den Weitertransport machen. Das ist mega, also. Da kann man uns nicht beschweren, was da unten rumsteht. Da sag ich dir ganz ehrlich, wenn uns ja in den Keller irgendeiner aufbricht, ne? Dann ist aber der Spaß hier vorbei. Glaube ich dir. Ja, das ist heftig. So, dann gehen wir mal weitermachen. Paar Transporter machen wir jetzt heute noch. Also offscreen habe ich auch noch ein bisschen weiter gemacht, damit das Sägewerk da weiter gefüllt bleibt. Ich habe nämlich auch die Boing. Der Bart weiß nicht, wo er lang fährt. Da weiß er auch schon wieder nicht, wo er lang fährt. Ja, nicht das erste, ne? Letztes Mal habe ich mit Kran geladen. Schmeiß dann Trecker weg. Hoppala. So.